Wasser und Natur. Eine stärkere Berücksichtigung der natürlichen Umwelt im Gewässermanagement lautet das Thema des Weltwassertags 2018. Hier befinden wir uns in den Wäldern von Völs am Schlern. Hunderte von Quellen und Brunnen versorgen in Südtirol etwas weniger als 500 Trinkwasseranlagen im ganzen Land. Das sind die bedeutenden Quellen und Infrastrukturen für dieses so wichtige Gut. Wasser von höchster Qualität, das spontan aus dem Boden entspringt. Wichtig sind natürlich die Kontrollen und die Instandhaltung der Strukturen. Wir sind es natürlich gewohnt, den Trinkwasserhahn aufzudrehen und sind gewohnt, dass gutes Wasser herauskommt. Aber es steckt sehr viel dahinter, vor allem ständige Pflege des Leitungsnetzes, ständige Kontrolle und vor allem eine Respektierung, dass zum Beispiel auch das Wasser gespart wird, weil es nicht in unermesslichem Ausmaß vorhanden ist. Dauernd wird die Überwachung und Qualitätssicherung von Trinkwasseranlagen erfolgreich durchgeführt, sodass wir täglich reines Wasser haben. Diese Arbeit beginnt dort, wo das Wasser aus dem Boden kommt. Wir befinden uns hier in Völs am Schlern, unterm Schlernmassiv, neben unserer größten Quelle, das ist die Grigori-Quelle, auf 1200 Meter. Die Schutzgebiete sind sehr wichtig. Wir haben 3 Schutzgebiete eingezeichnet. Und es ist nicht selbstverständlich, dass das Trinkwasser in so großer Qualität uns immer zur Verfügung steht. Wir haben das Glück, unterm Schlernmassiv zu sein, der uns reichlich Trinkwasser mit hoher Qualität ausschüttet. Von Völs geht es nun weiter nach Leifers. Hier sind die Räumlichkeiten des biologischen Labors der Landesagentur für Umwelt. Im Jahr 2017 sind hier fast 3000 Wasserproben genau untersucht worden. Die Mitarbeiter des Dienstes für Hygiene der Sanitätseinheit bringen uns die Proben, die sie an verschiedenen Orten entnehmen. Zum Beispiel werden diese Proben an der Quelle, aber auch an Speicher und insbesondere an den Entnahmepunkten, also dort, wo das Wasser auch wirklich verwendet wird. Sie werden hier entnommen und in kürzester Zeit werden sie hier ins biologische Landeslabor abgegeben und die Analysen beginnen sofort. Es ist wichtig, dass diese Analysen bald beginnen, weil wir ja hier Bakterien suchen und diese Bakterien sind Lebewesen, die sich in der Zwischenzeit vermehren können und somit müssen wir sorgen, dass die Analyse so bald wie möglich beginnen. Was suchen wir denn? Wir suchen Keime, besondere Keime, fäkale Indikatoren, die in 100 Milliliter Wasser abwesend sein müssen. Diese besonderen Keime mit dem Namen von Escherichia coli oder intestinale Enterokokken dürfen eben nicht im Trinkwasser vorhanden sein, weil sie eine fäkale Kontamination anzeigen würden. Der Einsatz und die Kapazität der Techniker und Fachleute im biologischen Labor in Leifers führen zu so schnellen Ergebnissen, dass im Fall von Unregelmäßigkeiten absolut zeitnah etwas unternommen werden kann. Die Probe wird filtriert, vorbereitet, 24 bis 48 Stunden lang inkubiert und danach wird sie gelesen. Zum Beispiel im Falle von eines Fließgewässers, eines Oberflächengewässers, werden wir sicherlich fäkale Indikatoren finden. Also wir finden hier in dieser Probe verschiedene Bakterien und die Platte schaut dann so aus. Wir sehen, dass hier Kolonien gewachsen sind mit verschiedenen Farben, rot und blau. Wenn wir hingegen Trinkwasser haben, dann sollten hier keine Kolonien wachsen und die Platte sieht so aus. Sie ist also leer, ohne Kolonien. Das ist beim Trinkwasser immer so. Von Leifers fahren wir weiter nach Brixen. Anlässlich des Weltwassertages veranstaltete das Amt für Gewässernutzung der Landesagentur für Umwelt bereits zum 6. Mal das Forum für Trinkwasser. Hausherr der Veranstaltung war Flavio Ruffini, Direktor der Landesagentur für Umwelt, der sofort das diesjährige Thema des Wasserwelttags, die Wechselwirkungen Wasser und Natur, in den Mittelpunkt stellte. Die Vereinten Nationen haben den 22. März zum Tag des Wassers ausgerufen. Dieser Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto Natur für Wasser
Damit will man auf die Notwendigkeit naturverträglichen Wassermanagements hinweisen, das uns garantieren soll, genügend Wasser in ausreichender Qualität zur Verfügung zu stellen. Für Südtirol, für die Gebirgsregionen sind dabei insbesondere die Bedeutung der Ökosysteme in Bezug auf das Naturgefahrenmanagement von herausragender Bedeutung. Aber nachhaltiges Wasserwirtschaften heißt auch sparsamen Umgang, insbesondere in der Landwirtschaft, insbesondere in nachhaltig zu bewirtschaftenden Städten. Das sind alles Themen, die auch Südtirol und die Gebirgsregionen betreffen. Die Ausweisung von eigenen Trinkwasserschutzgebieten sowie die kontinuierliche Überwachung des Trinkwassers und der Trinkwasserversorgungsanlagen gehört zu den wesentlichen Aufgaben der Umweltagentur. Die Trinkwasserversorgung in Südtirol ist sehr dezentral aufgebaut. In Südtirol haben wir 480 öffentliche Trinkwasserleitungen. Der Großteil dieser Trinkwasserleitungen wird von den Gemeinden geführt. Allerdings haben wir auch große Stadtwerke, die vor allem die großen Trinkwasserleitungen betreiben. Und dann auch Kooperativen und Genossenschaften, die sehr professionell arbeiten und die auch, wie die großen, die ganzen Vorschriften einhalten müssen rund um das Trinkwasser. Deswegen ist es wichtig, dass jährlich oder zweijährlich dieses Forum für Trinkwasser organisiert wird, damit unsere Trinkwasserversorgung auf dem neuesten Stand bleibt und damit die Trinkwasserversorger auch wissenschaftliche und administrative Themen bekommen, um ihren Dienst bestmöglich weiterzuführen. In Südtirol kommt in einigen Gegenden im Gestein das radioaktive Gas Radon vor. Das Landeslabor für physikalische Chemie überprüft deshalb die Trinkwasserquellen genauestens auf ihren Radongehalt. Aufgrund einer europäischen Richtlinie muss man jetzt in nächster Zeit ein Monitoringprogramm für die Radioaktivität im Trinkwasser aufstellen. Es ist nicht so, dass irgendein Radioaktivitätsalarm im Trinkwasser da wäre. Aber Europa hat jetzt neue, klare Regeln niedergeschrieben mit klaren Grenzwerten. Deswegen werden wir anhand ausgehend von den bestehenden Kenntnissen im Sinne von Radongehalt und von chemischen Proben beim Trinkwasser Gebiete identifizieren, wo höchstwahrscheinlich überhaupt kein Problem sein wird und andere Gebiete, wo wir hingegen die Analysen vertiefen werden. Bei der Tagung ist immer wieder unterstrichen worden, dass der Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Nutzungen des Wassers die eigentliche Herausforderung darstellt. Und diese hat in den Prioritäten des Wasserplans des Landes eine klare Antwort gefunden.